Die Heilung der Tochter des Jairus. Wir befinden uns wieder in Kapernaum, im Haus eines wichtigen Mannes, dem Gemeindevorsteher Jairus. Seine Tochter, vielleicht heißt sie Dina, liegt schwer krank im Bett. Dina würde viel lieber draußen zusammen mit ihren Freunden spielen. Hier bin ich, ich bin viel schneller als du. Ich hab dich. Na, 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 na. Doch das geht nicht. Kein Arzt kann Dina gesund machen. Es geht ihr immer schlechter. Was sollen wir nur tun? Ich habe gehört, dass Jesus in der Nähe ist. Vielleicht kann er uns helfen. Dina kennt Jesus. Sie hat ihn schon einmal gesehen. Ja, Jesus kann ihr helfen. Hoppla! Entschuldigung. Jairus macht sich sofort auf den Weg, um Jesus zu holen. Da muss etwas passiert sein. Schnell, lasst mich durch. Wo will Jairus denn so schnell hin? Endlich findet er Jesus. Viele Menschen stehen um Jesus herum. Alle wollen seine Wunder sehen. Jesus, bitte komm schnell. Meine Tochter ist schwer krank. Nur du kannst ihr noch helfen. Gut, ich komme mit. Das wird interessant. Bei Jesus ist immer was los. Wer hat mich berührt? Ach, hier sind doch so viele Menschen. Jairus wird immer ungeduldiger und ängstlicher. Dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Jairus, Jairus! Deine Tochter ist tot. Oh nein, nein! Hab keine Angst. Vertraue mir. Bleibt hier. Ich werde nur mit Petrus, Johannes und Jakobus weitergehen. Oh, wie schade. Wenn das Mädchen tot ist, kann Jesus auch nichts mehr machen. Jairus. Was macht ihr hier für einen Lärm? Warum weint ihr? Dina ist nicht tot. Sie schläft nur. Was redet der denn? Der ist ja verrückt. Ich habe genau gesehen, dass sie tot ist. Sie war doch erst 12. Dina, Frau. Bitte geht. Dina schläft nur. Hinaus, lasst uns alleine. Aber, also sowas, das kann er doch nicht ernst meinen. Sie schläft nur. Sie ist tot. Jesus geht zu dem Bett, in dem Dina liegt. Alle sehen, Dina ist wirklich tot. Steh auf. Jesus? Dina! Halleluja! Ich bin gesund! Die Eltern können kaum glauben, was gerade passiert ist. Ihre Tochter lebt. Jesus hat sie wieder lebendig gemacht. Danke, Jesus, du hast mich gesund gemacht.